Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact WMAN 21 zu 9. Und wir sind gerade dabei, so einen Schatz zu suchen. Haben in der letzten Episode dementsprechend angefangen. Deswegen könnt ihr auch oben rechts auf das E-Symbol klicken, um die Playlist aufzurufen. Da geht es halt darum, dass es damals halt einen, ich weiß nicht, König, kann man König dazu überhaupt sagen? Dass es halt jemand gab, der halt sein Volk ausbluten ließ, indem er sehr hohe Steuern angefordert hatte, er dadurch reicher wurde und bla bla bla. Und ja, über den ist halt nicht so viel bekannt, weil keiner gerne über jemanden schreiben möchte, wenn er gar nicht mal so ein guter Mensch war und wie gesagt sein Volk ausbluten ließ. Und ja, es gibt halt 9 Steinplatten, Schieferplatten, 3 haben wir bereits gefunden oder 4 sogar. Und die sind jetzt verteilt in Enkanomia in dieser, ja, in der gerade sehr missligen Lage von Enkanomia. Und die suchen wir jetzt. Das machen wir halt auch, weil wir die Punkte kriegen, die wir in der Missionsbelohnung kriegen können. Weil unsere Box ist ein bisschen sehr schwach. Also wir müssen die Box mal gerne auf Stufe 6 hochkriegen. Und zwar, ich rede von der Kiste, die ihr rechts sehen könnt. Damit wir die Teleporter überhaupt mal freischalten können. Und deswegen habe ich vorher in ein paar Episoden ein bisschen Zeit investiert und ihr die Charaktere ein bisschen gestärkt. Zum Beispiel haben wir jetzt Noelle von 70 auf 80 hochgekriegt. Für Euler haben wir jetzt ein 4er-Set vom Artefakten hier zusammenbekommen. Ist noch nicht optimal, weil wir die Artefakten leveln müssen, aber wir haben kaum Materialien, um die Artefakte zu leveln. Und warum sieht das so? Ach so, okay. Dingst, ja. Und da ging es halt darum, dass sie 18% mehr Angriff hatte. Davor hatten wir zwei Zweier-Set gemacht, einer mit 18% mehr Angriff, das andere war 25% mehr Angriff oder physischer Schaden, genauer gesagt, oder genau umgekehrt. Nur, ich möchte gerne die Vierer-Sets haben und beim Vierer-Set mit den 18% Angriff gibt es halt nochmal diverse Bonussen oder Bonis ohne Element. Und wir spielen sie ja nicht auf Element, sondern eher auf physischen Schaden in gewisser Weise. Aber ja, müssen wir halt mal gucken. Jetzt überlege ich gerade, können wir dieses Rätsel hier lösen? Ich probiere es mal aus. Ja. Ach so, so war das. Nee, irgendwie so nicht. Wieso wird mir aber nichts angezeigt? Ah, muss ich das schmelzen? Oh Gott, da brauchen wir halt Ember für. Bitte sag jetzt nicht, dass es die Voraussetzung ist, um hier reinzukommen. Weil wir hatten in der letzten Episode Lisa gebraucht. Und es sieht stark danach aus. Gut, dann werden wir mal zu Ember wechseln müssen. Kea, Euler, okay. Das reicht ja, weil dann haben wir die Eissachen. Lisa, genau. Ember haben wir auch auf 70 hochgebracht, weil wir hatten sie irgendwann nicht mehr gespielt und dann war sie halt auf 80. Aber für bestimmte Gegner ist Feuer vielleicht doch nicht so verkehrt. Na, schmelzen. Jetzt muss ich gucken, kann ich das hier drehen? Ach so. Hä? Haben die Spiegel gar keine Bedeutung? Das ist das Ziel. Und was ist damit? Ah, gucken wir mal. Ach so, stimmt. Das reflektiert ja ein bisschen. So. Das ist aber noch nicht optimal. Können wir das hier drehen? Das können wir drehen. Ja. Können wir das hier drehen? Nein. Da können wir nichts machen. Moment mal. Wo ist das auf der Linie? Genau. Kann ich das drehen? Kann sein, dass ich das wieder einfrieren muss. Ach, dann brauche ich auch dementsprechend Kehr. So. Ach, jetzt hätte ich das weiterdrehen müssen, oder? Das kann ich nicht drehen. Das kann ich nicht drehen. Das kann ich nicht drehen, also muss ich das hier drehen. Ah, gut. Vielleicht so?
wird echt gerade düster wieder. Ist halt die Korrosionsschaden. Der macht. Oder diese Box wird dann halt entladen. Ah, sehr gut. Weitere Rätseln. Hierhin müssen wir. Also durch das da. Das heißt, dann würde ich sagen, Kea. Okay. Das hier drehen. Das hier drehen. Ja. Ja. Und das hier muss gedreht werden. Ach, nicht gedreht, eingefroren werden. Habe ich es jetzt richtig gemacht? Oder habe ich was vergessen? Zack. 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 Ja. Geht die, das Tor jetzt auf? Yes. Und natürlich eine Truhe. Wo wir Sachen kriegen. Sogar direkt vier, Level 4 Dings. Ha, was hat das Ding nochmal? Verbannter. War das Kryo oder Geo-Schaden? Naja, gut. Das können wir ein anderes Mal auf jeden Fall checken. Energie auffüllen, die brauchen wir. Zack. Jetzt können wir die Energie nämlich dafür investieren und wir können es nicht öffnen. Es reicht nicht aus, um die Dunkelheit zu vertreiben. Das ist das Problem. Unsere Kiste ist noch nicht so weit, dass wir das schaffen. Ach, das war das falsche Ding. Ja, immer dieser Kompass. Nee, warte. Wo ist das nochmal? Wo konnte man gucken, wie viel wir brauchen? 100 benötigen wir. Wir haben 100. Ach, wir haben schon 142. Wo haben wir das denn alles gekriegt? Ha! Gut. Teleportieren wir uns dorthin, graden die Kiste ab und dann habe ich mir umsonst die Sorgen gemacht, dass wir es nicht schaffen können. Gut. Die Kiste aufladen. Ja. Ich drücke immer E. So. Opfer darbringen. Opfern. So, gut. Korrosionsschutz erhöht sich und Energielimit ist in der nächsten Runde. Gut, aber wir können jetzt mit Stufe 6 diverse Teleporter aktivieren. Was wir vielleicht sogar mal ausprobieren sollten. Moment mal. Also ne, das hatten wir bereits gemacht. Diese Dinger müssen wir halt machen. Weil dafür kriegen wir auch Marken. Aber dass das hier schon nicht ausreicht, heißt das, wir müssen das hier erstmal schwächen. Verfolgen wir das mal. Ich hoffe, wir kriegen das auch gut hin. So, nicht den Fehler machen und runtergehen. Wobei, komm, diese eine Etage können wir auch hoch teleportieren. Ja, dass da echt noch ein Ladebild ist. Naja, gut. More speed. Weil dann müssen wir diese Korrosionswolke ein bisschen schwächen, damit hier der Korrosionsschaden nicht so hoch ist. Aber das bringt uns, glaube ich, trotzdem nicht weiter. Weil die Box selbst muss ja stärker werden. Ja, müsste man gucken. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. More speed. Ich aime mal halt das Ziel ab, wo wir ungefähr hin müssen. Ah, ungefähr in diesem Bereich. Und hopp. Auch durch das Sammeln von den Truhen kriegen wir die Marken. Und wir haben ja jetzt in dieser Episode haben wir ja zwei Truhen geöffnet. Und davor in der Episode haben wir doch auch eine Truhe geöffnet, wenn ich mich recht entsinne. Ob die so viele Marken gegeben hat, dass wir deswegen auf 142 hochgekommen sind, würde sich halt natürlich erklären. Ich weiche mal hier diesen einen Bereich halt aus, was ihr oben links auf der Karte sehen könnt. Gucken, was da für eine Meldung kommt, wenn wir in diesem Bereich sind. Vielleicht ist die Korrosionsdämpfung doch jetzt akzeptabel. Jetzt sind wir gerade bei 9. Also das bringt halt nicht viel gegen die Kiste. Also die Kiste hält es locker lange aus. Noch bleibt sie bei 9.
Tatsächlich macht der, ist der Unterschied doch größer als gedacht. Ich würde diesen Teleporter auch mal aktivieren, weil immer das dahingleiten und so ist ein bisschen nervig. Ansonsten. Ne, die bleibt bei 9. Ich würde es mal nochmal ausprobieren. Wir müssten das doch theoretisch jetzt öffnen können, oder? Zack. Nö. Doch. Yes. Gut, haben wir schon mal ein bisschen gespart, dass wir da sofort hin teleportieren können. Korrosionsschaden ist auf 10 erhöht worden. Okay. Ich müsste jetzt nochmal gucken, wenn ich dorthin gehe, ob sie wieder auf 60 hochgeht. Ich glaube, was war das? 63, 64 eben? Und das war schon zu viel gewesen, um das freizuschalten. Hier Energie, auch wenn es nicht viel ist. Ah. Euch ignoriere ich jetzt alle erstmal. Wir können es ja eh gleich zurück teleportieren. Ah. Ich dachte, ich krieg noch ein bisschen Ausdauer, dass ich kurz im letzten Moment hier Dings kann, aber ja, gut. Da habe ich jetzt nicht richtig drauf geachtet. Korrosion auf 11. Geht das denn jetzt? Hey! Okay, also einfach nur Stufe 6 hochbringen, aber wir brauchen auch die Steintafel, die dahinter lag. Oh Gott, ich bin manchmal blind wie sonst was. Achso. Noch eine Steinplatte. Ja, aber wenn man schon mal hier ist, dann kann man auch die Truhe mitnehmen, oder? Also so ist das ja nicht. Blöderweise müsste ich mal kurz in die Oberwelt, weil ich ein bisschen. Achso. Ein bisschen hier sparen. Die Essen sparen. Dann können wir hier Euler wieder beleben, indem wir die Statue der Sieben besuchen. Und dann reise ich sofort zurück und dann, ja. Dann schauen wir mal. Na gut, dass wir die Teleporter jetzt aktivieren können. Achso, Statue der Sieben, haben wir eigentlich irgendwelche Dings? Geo-Oculus-Dinger da? Ach, Geo sage ich. Elektro-Oculus-Dinger haben wir. Uns fehlen halt immer noch drei, um auf Stufe 5 zu kommen. Nun gut, ist halt so. Geheilt, ja, gut. Straßenopferritual, das heißt hierhin, also das kann ich erstmal demarkieren. Erstmal zumindest. Das heißt, wir teleportieren uns jetzt. Ah, teleportieren uns jetzt. Alter, ich muss auch richtig klicken. Genau, hierhin ist sogar der gleiche Teleporter. Jetzt in diese Richtung laufen, dann würde ich dort halt den nächsten Teleporter erstmal aktivieren, weil wenn da 100 ist bei Korrosion. Das könnte unsere Box nicht gut verkraften. Dann ist es, glaube ich, dann circa hier 1 bis 2 Schaden pro Sekunde. More speed. Schätze ich mal. Also wahrscheinlich netto. Natürlich nach Abzug, nach unseren Stufen und so weiter sieht es ein bisschen anders aus. Aber lange werden wir es definitiv nicht aushalten dort. So, ganz kurz unsere Ausdauer wieder auf Maximum bringen. Und dann müssen wir gucken, ob das in dieser Höhle ist. Also, weil das ist ja hier, dieser Turm hat hier unten so eine Art unterirdische Kammer. Genauso wie auf der anderen Seite, meine ich. Da müsste ich aber gucken, wo der Eingang ist. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Ach, hier sehe ich halt so ein Gitter. Ja, müsste man gucken, wie ich das aufkriege. Ah, hier ist auch noch so ein Ding. Ah, das wird wahrscheinlich. Oh, nee, das ist offen, oder? Bin ich gerade blind? Wahrscheinlich ja, aber trotzdem. Kann ich nicht einfach reinhüpfen? Da auch hinten sind auch noch weitere Linsen. Genau, das hier, dafür brauchen wir Energie. Eine Erholungspause zu machen. Okay. Voll cool hier. Nennt man sowas eine Krypta eigentlich? Steintafel. Das ist ja da. Jetzt sind wir wieder einen Schritt näher. Ja. Aber ich muss mich an diese Textur erstmal dran hier gewöhnen von diesen Steinplatten, dass sie so unauffällig sind mit diesen ganz kleinen lilanen Strichen. Ah, wobei hier.
5, 6, 7, jetzt haben wir sie alle. Ah, okay. Gut, könnten wir sogar machen, oder? Boah, ich möchte gerne den... Hä? Was soll ich wohl gerade sagen? Wohin? Den Teleporter möchte ich halt gerne aktivieren. Damit wir für die Zukunft nicht nochmal hingleiten müssen, weil das ist echt schon ein bisschen nervig. Ah, gut. Wobei, wo will das denn hinfliegen? Bestimmt auf die andere Seite. Ne, nach unten. Können wir gleich machen. Können wir diesen Teleporter überhaupt frei... Oh, ich dachte, das wäre ein tiefes Loch gewesen, ey. Stufe 11. Oh, nö. Haben die echt so gemacht? Ja. Gut, dann ist es halt so. Das heißt, wir werden hier früher oder später die ganzen Spiegel dann sowieso aktivieren müssen, aber... Wo willst du denn hin? Du willst nach unten? Das Problem ist, man sieht diese Säulen nicht. Die sind halt unsichtbar, bis das Ding auch da ist. Na? Ernsthaft? Jetzt zum anderen? Und jetzt nach vorne, bestimmt. Ach, nee, dahinter. Okay. So, okay. Ach, Siegel der Lichtwelt haben wir tatsächlich bekommen, aber jetzt würde ich gerne den Typ hier nochmal besuchen. Oder beziehungsweise wir müssen ja diese Kammer öffnen, also in die Kammer rein, die wir in der letzten Episode, war das ja, gefunden haben. Da die Steinplatten einsetzen und dann schauen wir mal, was passiert. Ob wir direkt die Schatztruhe haben oder ob da noch was dazu kommt. So. Zack. Die Erfahrung sagt Paimon, dass wir sie einfach nach diesem Muster wieder zusammensetzen müssen. Ja, können wir gleich machen. Okay, oh, das sind diese Art von Spielen. Moment mal. Nicht alle leuchten. Macht halt Sinn. Ah, das müssen wir auch verschieben. Gut, muss ich wirklich nach oben gehen, um zu gucken? Ich glaube, das können wir auch so lösen, oder? Oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte andersrum machen müssen, aber... Zack. 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 Vorrichtung suchen, das hier. Sprich mit Paimon. Da ist ein Loch. Paimon hat sich gefragt, wie sich die geheime Kammer öffnen würde, nachdem wir die Steinplatten ineinander gereiht haben. Es könnte doch sein, dass es ein Portal oder einen Geheimgang in der Steinwand gibt. Es stellt sich heraus, dass sich das Muster in eine echte Tür verwandelt hat. Aber würde sie uns nicht wieder in den vorherigen Raum unter uns führen? Paimon glaubt das nicht. Dieses riesige Loch hat sich gerade aufgetan. Es ist definitiv mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Wenn Paimon darüber nachdenkt, hat Yabe gesagt, dass die Kammer von den Sonnenflammenillusionen verborgen wird. Lass uns runtergehen. Genau, falls ihr die letzte Episode nicht geschaut habt, wir waren in den Raum da drunter und haben halt gesehen, dass da ein Muster hier oben ist, sind dann hier hochgegangen und haben halt das gesehen und dann kam halt, ja, Platten sammeln. Aber die Kammer sah hier nicht so aus, oder? Genau, das ist hier nämlich zu alles. Ja, genau, wir kamen von hier durch diesen Spalt, konnten einen Hebel betätigen und kamen dann hier hin. Aber ihr seht, es sieht halt anders aus. Das ist seltsam. Wo ist er? Es gibt hier einen Schatten von Tokoyo. Hm? Ist er Bunkoku? Verwechsle mich nicht mit diesen verachtenswerten Verräter. Mein Name ist Koyanagi. Aber da du den Namen Bunkoku kennst, bist du mir mit bösen Absichten hierher gefolgt? Mein Freund muss viel lesen und sorgfältig analysieren, um den geheimen Schatz von Bunkoku zu finden. Ich werde auf keinen Fall zulassen, dass du ihn mir wegnimmst. Du irrst dich. Wir sind nur zufällig hier unten gelandet. Hm, dann geht bald. Jemand war schon mal hier. Sind sie uns bei der Schatzsuche zuvorgekommen? Das ist unwahrscheinlich. Paimon dachte das auch.
Hätten sie den Schatz erfolgreich gefunden, wäre der Bunkoko-Fall bis heute kein Geheimnis geblieben. Was murmelst du da? Nichts, gar nichts. Wie auch immer, lass uns diesen Ort weiter erforschen. Okay. Weitere Hinweise. Können wir unsere diverse Fähigkeit nehmen? Ja, die Tafel, ne? Ach, das ist das letzte Stück. Warum gibt es ein neuntes Stück? Außerdem, wo ist Bunkokos geheimer Schatz? Mal sehen, ob es in das Muster oben passt. Ja, hier können wir wieder hoch. Heißt das, ja, Illusion deaktivieren. Platziere die letzte Steintafel. Sieht aus wie das Sonnensymbol. Bisschen wie hier Legend of Zelda oder so. Aber ich überlege gerade, war das in Ägypten nicht auch Pyramide, irgendwas in der Mitte und dann drumherum, dass es auch für Ra stand, den Sonnengott? Weil mit den Pyramiden hat man sehr viel kosmologische Sachen gemacht, hier Weltallsachen. Und da gibt es, glaube ich, auch irgendwo einen Schlitz in einer der Gizeh-Pyramide, die so einen Lichtstrahl in die Pyramide reinlenkt, die halt nur alle 4 Jahre, glaube ich, funktionieren kann. Ach, ich weiß es nicht. Müsste man selbst nochmal informieren. Erinnert mich halt aber auf jeden Fall danach. Erledigt, aber irgendetwas fühlt sich da unten ein bisschen seltsam an. Vorsichtig. Ah, gut, kein Problem. Besiege den bösen Geist. Wenn's der ist... Oh, hier gibt's jetzt eine Kammer. Hier geht's aber nicht weiter. Okay, wir müssen den fighten. Steady as stone. Oh, so sorry. Cool it. Beg for mercy. Ach, Druff hier. Ablenkung. Time to clean up. Und time to clean up. Zack, zack, zack. Uiuiui. Ambers Ulti wird nicht viel bringen. Bisschen spare ich mir vielleicht noch auf. Beg for mercy. Zack, Schutzschild. Aber Ambers Puppe kann man ja wieder für die Ablenkung sorgen lassen, ne? Ja. Ich sollte vielleicht nicht in seiner Dings rein jumpen. Ja. Schutzschild zerstört. Er hat wieder 400% Schaden kassiert. Ah, Alter. So, jetzt passt es doch. Na, Schutzschild ist noch nicht ready. Na, komm schon, komm schon. Zack, zack. Zack, Schutzschild. Und jetzt Druff. Er hat nicht mehr viel. Und die Ulti drauf. Und, ja, nicht so viel Schaden, wie ich eigentlich gehofft hätte, aber nicht. Ja, komm schon. Ja, du blockst es ab, aber ich kann auch durch dein Schutzschild schießen und schlagen. Ja. What do we have here? Urstein, wieder interessante Sachen. Kern der Lichtwelt. Okay. Ach, das gehört zu diesem Event. Okay, du hast diesen geheimnisvollen Stein entdeckt, als du die Dunkelheit von Enkanomia erforscht hast. Die Lichtwelt gab den Menschen zusätzlichen Mittel, um den Abgrund zu widerstehen. Ob man das eintauschen kann gegen diese Marken oder so? Da bin ich mal gespannt. Wie kann das sein? Was ist denn passiert? Wie konnte ich meinen Freund angreifen? Ich muss von einem der rachsüchtigen Geister besessen gewesen sein, die von Bunkoko beschworen wurden. Er war es, der mich kontrollierte. Der Schatz ist nichts im Vergleich zu unserer Freundschaft. Ich würde nie in Versuchung kommen, ihn wegen eines unbedeutenden Schatzes anzugreifen. Er vertraute mir so sehr, dass er mich sogar eingeladen hat, bei der Entdeckung von Bunkokos geheimen Schatz dabei zu sein. Ich würde das nie tun. Ist die Wahrheit also durch das letzte Stück verdeckt worden? Er braucht etwas Zeit für sich, Paimon. Das tut er. Lass uns zurückkehren und dir erzählen, was passiert ist. Okay. Ah, da bin ich mal gespannt. Zack. Zack. Ich hätte ja auch raus teleportieren können, aber... Der ist ja hier oben direkt am Stehen. Soweit ist es ja nicht. Die 20 Sekunden kommt sie auch nicht mal an.
Du bist zurück? Hallo, ja... Ja... Jabe, mein Name ist Jabe. Kannst du dich nicht mal an meinen Namen richtig erinnern? Sag mir nicht, du hast vergessen, warum ich dich geschickt habe. Yuki macht nur Witze. Wir haben die Wahrheit über Bunkokus geheimen Schatz herausgefunden. Es gibt also wirklich eine geheime Kammer, die von den Sonnenflammenillusionen verborgen wird? Doch dann geschah etwas anderes? Außerdem wird die Kammer von rachsüchtigen Geistern und verdorbenen Wesen bewacht, die die Gedanken der Menschen kontrollieren können. Oh je, ich hatte solche Angst. Zum Glück bin ich nicht mit dir mitgegangen. Hattest du Angst, dass wir verletzt werden könnten? Ich hatte Angst, dass du mir eine Tracht Prügel verpassen könntest. Wie auch immer, ich bin sowohl zufrieden als auch ein bisschen frustriert. Ich danke dir, so unergründlich das Rätsel auch erschienen mag. Mit Blick auf die Elementarkraft scheint alles zu stimmen. Das macht die Sache nicht gerade spannender. Das Bunkoko-Rätsel wurde endlich geknackt und ich werde es der ganzen Welt erzählen, sobald ich zurück bin. Ding, ding. Das heißt, wir haben jetzt alles. Ja, Siegel der Lichtwelt. Genau. Das hier könnten wir doch auch anklicken. Da haben wir doch bestimmt irgendwas, oder? Ach so, ja, genau. Tun öffnen. Da haben wir noch auf jeden Fall einiges zu tun. Opferbelohnungen. Okay, Moment mal. 100 brauchen wir, wir haben 137. Yes, jetzt geht's langsam rund. Gut, wir mussten jetzt nicht viel kämpfen. Das war eigentlich eher nur so die Mission, die Patrouillen. Aber immerhin etwas. So. Achso, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das unten links. Geheimtechniken. Ah, dafür diesen Stein. Geheimtechnik freischalten. In beliebiger Reihenfolge freigeschaltet werden. Erhöht im Straßenopferritual der drei Welten die Verteidigung aller eigenen Truppenmitglieder um 30% und deren maximale Lebenspunkte um 20%, wenn man den Bokusokasten anlegt. Ja, das ist etwas, was sie brauchen, aber wir brauchen auch eher Angriff. Was gibt es denn noch? Den mit Spezialfähigkeiten verursachten Schaden aller eigenen Truppenmitglieder um 25% erhöhen. Heftigen Schlägen oder Angriffe aus dem Fall verursachten Schaden der eigenen Truppenmitglieder, die einen Einhänder, Zweihänder oder einen Stangenwaffe als Waffen benutzen um 30%. Ach so, das sind halt dann sozusagen diese, wie bei den Artefakten, wenn man dieses Zweier- oder Vierer-Set voll hat. Standardangriffen, Geschwindigkeit der eigenen Truppenmitglieder, die einen Bogen oder Katalysatoren als Waffen benutzen. Oh. Macht zwar Sinn, aber da hätte ich zum Beispiel auch erwartet für so eine ungewöhnliche Kombination, wie zum Beispiel halt zwei Händer, was ja langsam, aber am stärksten ist und dann irgendwie Angriffsgeschwindigkeit erhöhen, auch wenn es nur um 10% wäre. Unter Strom, Supraleiter, Überladen oder Elektroverwirbelung, die von eigenen Truppenmitgliedern ausgelöst werden, verursachen Schaden um 100%. 100% dazu? Oder... Das finde ich jetzt ein bisschen ungewöhnlich. Es könnte ja auch sein, dass man, wenn man diese Sachen macht, dass man 30% Schaden macht. Also 30% von den eigenen Angriff. Dass das jetzt auf 100% hochgedrückt wird. Auch wenn man nicht diese Elementarkunden hat oder so. Oder wird das um 100% erhöht. Naja, gut. Den Ausdauerverbrauch der eigenen Truppenmitglieder um 15% und erhöht die Ausdauerwiederherstellungsgeschwindigkeit um 20%. Ah, gut. Interessant, aber jetzt, ja, weniger das große Problem. Aber wir machen Fortschritte, definitiv. Ja, wir wollen ja nicht runterspringen. Nun gut, wie es aber dann weitergeht, ich meine, ich muss auch selbst erstmal drüber nachdenken, was es am sinnvollsten wäre, als nächstes zu machen. Würde ich deswegen euch empfehlen, ein Abo dazulassen, denn dann könnt ihr die nächsten Episoden nicht verpassen und ihr unterstützt mich aktiv am besten auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ebenfalls verlinkt sind, denn dort poste ich Sachen auch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.